So Leute, willkommen zu einem neuen Pokémon Saphir Randomizer Nuzlocke Part. Im letzten Part sind wir die Route 119 weitergegangen und sind jetzt hier gelandet und ja, mehr haben wir im letzten Part nicht getan. Wir haben auch ein Gardevoir bekommen. Aber ich glaube, das war wieder zwei Parts voran, aber nun gut. Wir werden jetzt weitergehen, denn was sollen wir sonst auf dieser Route tun? Ja, einen Schutz habe ich wahrscheinlich nicht angeworfen, wie man hier sieht. Ist so. Schönes Pokémon. Ja, wir haben auch noch etwas besprochen im letzten Part. Welche nice Pokémon ich mein Team noch haben will. Ihr wisst schon, welche Pokémon ich zum Beispiel noch nie benutzt habe und welche ich mal probieren will. So kann ich ihn mit Lehmschelle down bekommen. Spiegelcape, okay. Leute, wisst ihr, was wir machen? Wir fangen, ja, das ist so. Es ist so. In einer Nuzlocke ist es nicht verboten, das Pokémon zu fangen. Nur wenn wir es fangen, müssen wir es sofort freilassen. Und das werden wir auch tun, denn... ja... Isse ist schon ein verdammtes Pokémon, kann man sagen. So, die Metallklaue. Kann, das ist die Frage, kann dieses Pokémon Konter? Ah, ich hasse Isse. Müssen dann sofort wieder einen Schutz anwerfen. Wenn es einmal Konter einsetzt und wir Metallklaue drücken, geht wahrscheinlich unser Iron Girl down. Das wäre sehr schlecht. Kann dieses Isso kein Konter? Bodyguard, Spiegelcape, Abgangsbonus, wahrscheinlich noch Konter. Aber Eisenschweif. Ja, gegen Bodycheck auf jeden Fall. Jetzt haben wir eine sehr starke Attacke, die wir natürlich einsetzen werden. Oder doch nicht, das ist hier nicht die Frage. So, sofort den Schutz anwerfen. Wir wollen nicht, dass uns noch ein Isso begegnet. Dazu werfen wir auch noch einen Superschutz an. Dann sind wir super geschützt. Verstehen den Wortwitz mit super geschützt und Schutz und Superschutz? Ich hoffe. Sonst wäre es traurig. So, ein kleiner Ninja-Typen, den wir auch besiegen werden. Und mir fällt gerade auf, ich will mal einen Tropius im Team haben. Habt ihr in der Höhenregion mal einen Tropius im Team gehabt und besser gesagt es auch verwendet? Also ich will mal einen Tropius verwenden. Ich glaube, ich habe es einmal getan, aber ich kann mich nicht wirklich daran so gut erinnern. Also, wenn man diese Randomizer einen Tropius fangen, werden wir es sicher ins Team nehmen. Aber ich glaube, nach dem 6. Orden werden wir eine große Teamänderung machen, denn Teamwechsel sollten wir ja ein paar machen, denke ich. Und vielleicht sterben beim 6. Arenenleiter auch ein paar Pokémon. Das wäre schade, aber wir wollen das Team wechseln. Das steht fest nach dem 6. Orden. So, Nocturn. Ich glaube, ihr wisst schon, was nach diesem Trainer kommt. Oder Leute, wisst ihr schon? Es regnet, das ist auch wieder ein Beweis. Das Team Aquaball kommt. Wir werden wieder bald einen Team Aqua Arc haben. Und bald, wir bekommen ja ein... Wir werden dann gleich in der Forschungshalle für den Meteoriten oder für... Ich glaube, für das Wetter eher... müssen wir Team Aqua vertreiben. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, dann... ja, dann bekommt man ja ein Pokémon. Normalerweise wäre es ja von Mio. Aber es ist ja gerandomized. Und vielleicht bekommen wir dann ein anderes Pokémon. Ja, wir werden sogar ein anderes Pokémon bekommen, denke ich. Ich hoffe einmal, denn... ja... wir werden es wirklich mal probieren. Und hoffentlich ist es ein stylisches Pokémon, wie immer.
Und wenn das normale von Mio ist, dann werden wir es für einen Encounter tauschen. So. Ja, Team Aqua ist hier. Dass wir jetzt vertreiben müssen. Was sagt sie? Okay. Ja. So sehen wir uns jetzt mal die Pokémons an, die wir in den letzten Parts gefangen haben. Nidoran, männlich und Krebskorps. Oder Krebskorps, egal. So. Bewegen. Wir haben sogar ein Isso gefangen, ich kann mich erinnern. So, ja, Nidoran. Gigi haben wir gefangen. Still, okay, es ist nicht so gut. Und dann haben wir noch ein Krebskorps gefangen, was Angriffsplus trägt. Ja, okay. Jetzt werden wir, wisst ihr schon, tun. Team Aqua vertreiben und Stolonia bleibt, ist immer noch vorne, denn auf Level 30 entwickelt es sich zu Stollrak. Dann haben wir ein bulkigeres Pokémon, was sehr gut sein wird, hoffentlich. Paras, ich denke mal, wir sollen Eisenschweif probieren und die Macht von Eisenschweif sehen, wenn es trifft. Stachelspore, du bist eklig, weißt du das? Stolonia, triff bitte mit deinem Eisenschweif. Paras kann uns überhaupt nichts tun. Höchstens Schaufel, aber das ist eine TM-Attacke. So. Eisenschweif. Trifft es nur zu 75%. Kann das sein? Man muss aber von 3 von 4 treffen. Wir haben zweimal hintereinander nicht getroffen. Und es muss ein One-Shot sein, oder? Crit. Danke. Das war das Mindeste, dass es ein One-Shot ist. Wenn es durch den Crit zu verdanken ist, dann auch okay. Aber der One-Shot musste sein. Weil der Eisenschweif zweimal nicht traf. Aber ja, mich wunderte es doch, dass Stoluni auf Level 29 schon Eisenschweif kann. Bis zur dritten Generation noch die stärkste Stahlattacke, die man gut benutzen konnte. In der vierten Generation benutzte man dann Eisenschädel für Stollrak zum Beispiel oder für Stollos. So, Metallklaue. Wir gehen jetzt doch nicht auf Eisenschweif, denn Taubsi kann uns nichts tun und Eisenschweif trifft nicht, wie wir gesehen haben. Und Metallklaue ist ein solider Two-Hit, was auch in Ordnung ist. Mhm. So, Pi, also Team Aqua hat bisher schwache Pokémon, aber die Pokémon werden ja durch Zubat, Kanivania ersetzt, also ja. Bald haben die Gegner X-Bat, ja. Der Vorstand hat auf jeden Fall, der Boss von Team Aqua hat X-Bat. Dann gibt es noch Magnaien, Golbat, Tohaido. So, den nächsten Team Aqua-Rüppel. Besiegt und einen KP verloren. Das sieht man, den Bulk von Stolonia. Also, wie findet ihr die Team Aqua-Mucke und Team Magma-Mucke? Ich finde, die geht gerade voll ab. Generell, ich bin heute sehr gut aufgelegt. Ich weiß es nicht, warum. Einfach so ein chilliger Tag. Ich weiß es nicht. Heute, wie ich aufgestanden bin, haben wir gleich Mittag gegessen, weil ich erst um 12, genau um Punkt 12 aufgestanden bin und dann gleich gegessen. Ich glaube, viele Leute gibt es, die das nicht können. Aber ja, gut. Ich bin nicht sie. Und ja, nach dem Essen war ich irgendwie schlecht aufgelaunt. Weiß ich jetzt nicht auch warum. Sicher nicht wegen dem Essen. Das weiß ich. Aber einfach so. Das Wetter war schlimm, kann man sagen. Keine Sonne und im Sommer außerdem. Das ist es auch noch, was ein wenig nicht nice war. Es war nicht schön, besser gesagt. Vielleicht half das auch dazu, aber ihr kennt schon, es gibt die Tage, ihr seid einfach blöd drauf und dann ein, zwei Stunden später chillt ihr euer Leben. Okay, es entwickelt sich nicht auf 30, also dann auf 32.
Dann darf Shilluk einmal kämpfen und Team Aqua mit dem Surfer wegsurfen. Versteht ihr, Surfer wegsurfen? Team Aqua ist ja ein Wasserteam, könnte man sagen. Und ja, ich hoffe, ihr versteht es. Fluffeluff. Okay, dann Shilluk, Aquakna, Surfer. Ist das ein One-Shot? Ich hoffe mal schon. Perfekt. Durch den Surfer kann endlich Kaskade richtig reinhauen. Step. Dann trägt es auch noch das Zauberwasser, oder? Trägt es das Zauberwasser? Ja, also 20% dazu. Durch Step nochmal 50% dazu. Haut definitiv rein. Und one-shottet auch ein Marquita, was sehr gut ist. Ich würde mal sagen, wir bringen jetzt alle von unseren Pokémon auf Level 30 auf Teamniveau. Geschenk. Wie findet ihr die Attacke Geschenk? Ich finde, Geschenk ist eine coole Attacke. Sie gibt euch KP oder zieht euch KP ab. Sie zieht auch jetzt nicht so viele KP ab, weil Botokelly jetzt nicht so eine große Angriffskraft habt, wie ihr definitiv wisst. So, ich würde sagen, Germchen darf jetzt kämpfen gegen... So wie Germchen darf antreten gegen sie, hat sie starke Pokémon, nämlich Aquavorstand Cabula. Cordula, okay. Ich dachte mir schon, denn Cordula ist ein komischer Name, wenn ihr mich fragt. In Tuscho gegen Chappet mit Schlammbart, sehr gut. Nachtnebel macht guten Schaden, kann man sagen. Ist ja ein solider Wert, das stetig bleibt. So, besiegt. Das erste Pokémon wurde besiegt und dann Omot. Da werden wir Link, unser Gardevoir, reinschicken und Step, Psychokinese, müsste das Gardevoir besiegen. Und dann haben wir schon wieder den Vorstand besiegt. Schon ein wenig traurig. Team Aqua war überhaupt keine Herausforderung. Nichts war ein Team Aqua stark dieses Mal. Sehr traurig. Nicht einmal irgendwie fordernd. Echt, echt, das ist voll sad, feels Batman. So, wir bekommen ein Pokémon, das ist gerandomized. Und welches Pokémon wird es sein? Also, ich bin schon gespannt. Ein Shiny-Pokémon wäre nice, oder Leute? Ja, ein Shiny. Wir werden definitiv ein Shiny-Pokémon nicht bekommen. 1 zu 10.000 oder zu 9.000, irgendwas. So, wir legen Magnine einmal ab. Aber Magnine, Brulli, keine Sorge, du kommst sofort wieder ins Team. Das, darüber kannst du dir sicher sein. So, welches Pokémon bekommen wir an der Stelle von Formio? Und es ist... Ist es wirklich ein Formio? Ein Stern, du. Aber wir können ihm keinen Namen geben. Sterno kommt definitiv ins Team. Sterno hat das beste Wesen, muss man sagen. Ein scheues, mehr Speed, weniger Angriff. Wir haben sogar einen Wasserstern, wenn ich mich nicht irre, oder? Perfekt. Und welches Item trägt Stern, du? Zauberwasser. Perfekt. Sollen wir dann wirklich zwei Wasser-Pokémon im Team haben? Das ist die Frage. Jetzt noch nicht. Wie gesagt, nach dem 6. Orden werden wir die Pokémons tauschen und dann kommt Sterno definitiv ins Team. Das steht klar. Sterno, warte nur noch ein wenig und dann kommst du sofort ins Team. Ich will Sterno unbedingt benutzen. Surfer reicht schon. Stamik an Damage raushauen. Wir können es sofort entwickeln.
Das ist perfekt. Ein richtiger guter Ersatz für Formio. Ich bin zufrieden, ehrlich gesagt. So, jetzt kämpfen wir gegen Maike und hoffentlich ist sie eine kleine Herausforderung. Macholo ist wahrscheinlich jetzt keine Herausforderung und one-shotten wir es. Nein, one-shotten wir nicht, da Macholo einen guten Bulk hat. So, und Därmchen erreicht jetzt somit auch Level 29, oder? Perfekt, und gleich 4 KP dazu. Fumpy, hier können wir jetzt in Cascade wieder gehen und einen schönen Surf abdrücken, der das Pokémon sicherlich besiegt. Weil Surf hat sehr tiefes Step und dann noch durch Zauberwasser mal 1,2. Sehr schön. Wow. Wie gesagt, Maike hat anstelle von Flamly oder so gesagt, hat sie den Starter des Raub genommen und der Starter hat sich nie zu der Entwicklung entwickelt, zu Gewaltro, Logok oder Sumpex. Sie hat nie eins von ihnen drei bekommen, also wird sie nie ein Smeppo bekommen. Schon sehr traurig, muss ich sagen. Also bleibt Maike während des Let's Plays eine Enttäuschung, da bin ich mir eigentlich sicher. So. Dann würde ich sagen, machen wir uns weiter auf. So, dort gibt es jetzt noch ein paar Trainer, bis wir in Baumhausen City sind und beim 6. Orden sind. So, der Ninja-Junge hat eine Quappo. Ein starkes Pokémon. Zum Glück regnet es nicht, sonst wäre es vielleicht eine Bedrohung geworden. Aquaknarre. Nein, es wäre wirklich keine Bedrohung gewesen. Psychokinese, One-Shot, da bin ich mir sicher. Perfekt. Perfekt. So, okay. Und wir haben den Ninja-Jungen besiegt. Das Wort ist nicht so schwer. Hier ist der nächste Ninja-Junge. Ja, dieses Mal richtig Ninja-Junge. Was hat der? Normalerweise ein Smogon, oder? Myrapla. Ja, es bleibt ein Gift-Pokémon. Schlammbart. Myrapla kann sicherlich nichts, um Därmchen irgendwie zu bedrohen. Pflanzen und Giftattacken höchstens. Ja, Säure macht 7 KP, 3 KP, wow. Ich sage immer noch, wir hatten seit langer Zeit nicht mehr wirklich was Spannendes, aber es ist erst 3 Parts her. Wirklich, es ist erst 3 Parts her. Seitdem die Legis kamen und uns bedroht haben. Und dort haben wir auch kein Pokémon verloren. Ich weiß, wir haben in dieser Challenge schon ein paar Pokémon verloren, aber ja. Ja. Aber nicht so schlimm. Libiscus zum Beispiel haben wir verloren. Hoothoot. Wieso? Wieso? Und was haben wir noch verloren? Tauboga, das weiß ich. Das ist sehr schade, muss ich sagen. Und wir sind jetzt in Baumhausen City angelangt. Dann würde ich mal sagen, wir verkaufen jetzt noch Sachen, die wir haben. Zink und so, dass irgendwas wieder in unser Beutel reinpasst. Das wäre sehr gut. Wäre ein guter Vorteil für uns, um ein paar Sachen zu finden und sie zu behalten. So, willkommen, verkaufen. So, den Seerauch können wir verkaufen. Wir haben 2 Zauberwasser und die werden ausreichen. Nugget verkaufen wir noch. Dann die 2 Feuerheiler, denn ich glaube, wir werden keinen Burn nie bekommen. So. Dann noch, eine Herzschuppe können wir behalten. So.
haben nicht so viel zu verkaufen gehabt, aber wir können uns ein paar Supertränke kaufen. Schon ein paar Hyperbälle, 11 Hyperbälle. Und dann noch vielleicht 11 Hypertränke und noch Superschutz. Perfekt. Und da kaufen wir uns noch 21. Denn wir haben ja das Geld. Und ja, Leute, ich will mal sagen, das war's für diesen Part. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis dann. Ciao.